Und herzlich willkommen bei Renas Live, heute zum 138. Let's Play, ja, der Sims 4. Ich hoffe, die letzten Male hat euch Spaß gemacht, auch wenn die letzten beiden Folgen eher so ein bisschen alltagslastig waren. Ja, dennoch ist unsere Angela nach wie vor schwanger und ja, Nadja ist Seniorin, da passiert halt nicht mehr so viel im Leben. Ja, dennoch hoffe ich, ihr habt Spaß und ja, wir fangen mal an. So, Angela, Tobi und Nadja sind wach, wobei Nadja am PC ein wenig gamet. Tobi, ja, wird tanzen gehen und Angela sitzt ein wenig da einsam und verlassen und isst ihr Abendbrot, Frühstück oder wie auch immer man das nachts um 4 nennen soll. Ja, Tobi, genau, so würde ich das auch abdancen hier. Ja, ich bin mal gespannt, wann unsere Angela ihr Baby bekommen wird. Ich fänd's mal langsam richtig, richtig cool. Ja, und sie fühlt sich, glaube ich, bestimmt auch so langsam aber sicher unwohl. Und wie ist das eigentlich? Nö. Aktionen? Nö. Outfit ändern? Joggen gehen? Nee, nee, nee. So. Hier ist dann auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen. Aha, unser Julian ist wach. Geht dann auf jeden Fall mal öffnen und eine Kleinigkeit hier essen. Und dann schauen wir mal hier. Blase. Ja, könnte man dann schon in Angriff nehmen, würde ich sagen. Verwenden. Und hier Spiel spielen. Sims Forever. Ich weiß nicht, der sieht irgendwie nicht so aus, wie als würde es ihm gut gehen. So, Elias ist auch wahr. Genau, der Kleine bedient sich schon mit einem Gericht. Hat Schreibfähigkeit erworben. So, Rena ist auch wach. Ja, die geht auch hier schon mal hier ein Gericht nehmen. Nee, geht nicht mehr. Okay, dann geht sie halt mal was kochen. Und zwar Pfannkuchen in Partygröße. Es ist schon wieder Freitag. Elias? Chips essen. Hey! Rührei essen. Kriegt man einfach das Essen vor der Nase weggeklaut. Danach verwenden wir na komm, dann gehst du deine Chips essen. Ah.
Marcel schläft noch. So, wir schicken, glaube ich, dann auch mal. Nee. In Elternzeit gehen. Und schicken ebenfalls auch Marcel in Elternzeit. So. Nee. Und zwar die Pfannkuchen stellen wir in den Kühlschrank und nehmen uns ein Gericht. Verwenden. Öffnen. Julian muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Verwenden. Elias ist zur Schule. Das heißt fleißig lernen. Bitten Baby zu fühlen. Tag verschönern. Ersetzen. Aufwischen. Weglegen. Wir schicken Tobi allein los. Tobi ist zur Arbeit. Julian ist zur Arbeit. Und Rena ist zur Arbeit. Möchte mit Marcel. Weglegen. Ersetzen. So sieht also eine Elternzeit aus, ne? Ah ja.
Tag verschönern. Mehr Auswahl. Begegnung im Aufzug. Ja, etwas sagen. Schlafen. Verwenden. Schlafen. Joggen gehen. So. Beiden Damen schlafen ja. Öffnen, ein Gericht nehmen, joggen gehen. So, mal gucken, Angela. Ist noch was? Wann wohl das Baby endlich mal kommt? Da ist Elias. Der Gute geht auf jeden Fall mal hier öffnen. Pfannkuchen essen. Und duschen. Öffnen. Spiel spielen. Sims Forever.
Na, irgendwie zieht sich diese Schwangerschaft aber ewig hin, habe ich das Gefühl. Hey Nadja, hier ist Dominik. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Julian ist wieder da und Tobi und Rena. Und zwar öffnen, ein Gericht nehmen und verwenden. Lena ist dann eher verwenden, duschen und öffnen, Gericht nehmen. Ich geh schlafen. Öffnen. Hausaufgaben machen. Setzen. Bin mal gespannt, wann endlich mal die Wehen einsetzen. Aber auch wenn das jetzt in dieser Folge noch nicht der Fall war, würde ich dieses Let's Play an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch dennoch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!